Hallo meine Freunde, willkommen zu einer weiteren Runde Black Ops 3. Wir spielen heute eine Runde Deathmatch. Ich muss mal kurz meine Klasse auswählen. So, weil ich einfach Team Deathmatch auch mal spielen wollte. Ich habe jetzt relativ viel gespielt. Es ist schwerer wie Waffenspiel, muss ich sagen. Es ist relativ schwer wie Waffenspiel. Alles klar. Es sind nicht so. Ups, jetzt habe ich wieder Skype, Steam geöffnet. Nicht so starke Gegner jetzt gerade on. Kurz, aber wir müssen trotzdem aufpassen. Und ich hoffe auch, dass es mit dem Ton gut ist, weil ich habe ja das Mikrofon jetzt hier auf der Seite. Vielleicht kann ich es noch ein bisschen mehr. Mist, jetzt bin ich abgeschossen worden. Ich muss mal kurz das Mikrofon richtig einstellen. So, und ich gucke, dass wir guten Platz erreichen bis zum Schluss. Ich kenne mich mit dieser Map hier gar nicht aus. Ich kenne die Map gar nicht mal. Und das war ein Abschluss. Ich habe auch, ich glaube, die Waffe habe ich schon länger. Aber habe jetzt ein neues Visier drauf. Und mit diesem Visier bin ich relativ gut dran. Oder es ist ein bisschen besser. Ich keine Ahnung wieso. Aber es ist manchmal so, dass einfach mit dem, dass einfach auch das Visier ein bisschen eine Rolle spielt. Um besser halt führen zu können. Habt ihr das gesehen? Hätte ich mit einem Punktvisier und mit dem, was ich früher immer gespielt habe, nicht hingekriegt, sehr wahrscheinlich. Ich bin auch eher ein offener Spieler. Also ich bin nicht irgendwo, wo. Oh mein Gott. Wo campt, aber dafür sterbe ich auch viel schneller. Ach doch, ich glaube, ja genau, das ist diese Map. Okay, jetzt weiß ich wieder, wie die Map ist. Alles klar. Und da haben wir einen Kill kassiert. Wir sind erster Platz. Willst du mich verarschen? Wir sind einfach mal erster Platz. Also okay, jetzt vielleicht. Aber das wird sich wahrscheinlich noch ändern. Wenn... Upsala, jetzt habe ich das Mikrofon verschoben, scheiße. Wie genau, wenn wir jetzt so gekillt werden. Aber ich bin erster. Was läuft hier gerade? Und obwohl ich nicht so gut bin, bin ich trotzdem erster. Immer ein bisschen aufpassen, bei dieser Platz hier muss man ein bisschen aufpassen, weil da kommt sie schnell hin. Dadurch. Da. Ach du Scheiße. Das wollte ich gerade vermeiden. Ich wollte eigentlich die Folge gestern aufnehmen, aber irgendwie hatte ich gestern einen schlechten Tag und konnte einfach nicht spielen. Ich war einfach so richtig schlecht gerade und dann habe ich einfach gesagt, okay, dann werde ich, oh mein Gott, okay, werde ich heute mal die Aufnahme machen. sonst wäre es ein bisschen eine Blamage gewesen. Oh mein Gott, habe ich auf die Kamera geschaut, scheiße. Und ich bin ja Zweiter. Also ich habe gewusst, dass es nicht lange anhaltet. Ich muss mich ein bisschen konzentrieren. Da vorne ist einer. Alles klar. Genau jetzt ist mein Schild fertig gewesen. Das war natürlich klar. Mal gucken. Da vorne ist einer. Ja, es kommt da. Alter. Unter. War das gesagt ein Gegner oder? War das einer von uns? Weiß ich gar nicht. Ah, okay, das ist hart, was? Feindlicher Hellstorm über uns. Zeit ausgeschaltet. Feind ist tot, okay. Alter Schwede. Alles klar, ich bin wieder dritt, dass ich sinke relativ schnell. Ich muss mich wieder ein bisschen nach oben kämpfen. Ach du Scheiße. War schon ein bisschen kacke gerade. Jetzt sind die also Sniper auch unterwegs. Ist nicht so schön. Feindlicher Dart im Operationsgebiet. Ach du Heilige. Alter, wie schnell der zielen kann. Ach so, ja. Ich habe schon gedacht.
Nein. Oh Mann, ey. Also, ich habe in letzter Zeit auch nicht mehr viel gespielt, also ich muss gucken, dass ich wirklich mehr spiele. Dass ich besser werde. Aber in letzter Zeit fast keine Zeit mehr. Das ist ein bisschen doof. Ein bisschen Nachteil. Den Achtung, hätte ich fast bekommen. Beladung gesichtet. Gut, den haben wir immer verlangsamt. Ah, da. Als ob ich den nicht gesehen habe. Als ob ich den nicht gesehen habe. Alles klar, dann müssen wir mal gucken. Muss mich auch ein bisschen wirklich in der Map noch ein bisschen ausfindig machen. War gerade einer. Ja, wir müssen wieder nach vorne kommen. Das ist immer so. Mann, ey. Immer wenn ich denke, okay, jetzt habe ich einen, sage ich, okay, jetzt schmeiße ich mal eine Granate oder Erschütterungsgranate oder was auch der Gucker was. Und dann kommt der und ja, schießt mich platt. Wir haben auch immer den gleichen Spawnpunkt, merke ich gerade. Es gibt immer. Gibt es irgendwie verschiedene Maps? Wegen dem Spawnpunkt. Weil einmal denke ich immer, dass ich da spawne und einmal wieder da. Also es ist ein bisschen unterschiedlich, glaube ich. Oder vorne, ne? Vorne sind alle. Von der Seite. Ach du Heilige, ich bin. Ah, oh, meinst du, ist Steam wieder geöffnet? Alter Schwede. Okay, ich bin relativ runtergesunken auf drittletzter Platz. Bin aber auch schon Level 21, wenn ihr das gemerkt habt. Ich habe seit letzter Folge relativ viel gespielt. Oh mein Gott! Nicht relativ viel gespielt, einfach aufgelevelt. Und ja, das finde ich halt nice. Wieso? Was mache ich falsch? Ja, ich habe es noch nicht gesagt, und zwar spiele ich in dieser Runde spiele ich in dieser Runde mit mit Maus und Tastatur. In der ersten Folge habe ich mit habe ich mit Controller gespielt, den ich jetzt aber nicht mehr zur Verfügung habe. Und wir haben eine Niederlage. 41 zu 75, Alter, sind wir schlecht. Oh mein Gott. Okay, ich muss nichts sagen. Ich bin nicht besser. Ich bin überhaupt nicht besser. Wenn wir mal kurz mal gucken, wenn es da hat, meine Stats. 4 Kills nur. 4 Kills nur. Was läuft hier? Alter Schwede. Okay, da war ich jetzt gerade richtig grottenschlecht, muss ich sagen. Und ja. Ich denke mal, dass ich noch eine Runde hinten ranhänge. Ich hoffe, es geht. 2 Minuten habe ich noch, 5. Das wären dann etwa 7 Minuten. Ich hoffe, das reicht noch. Dann mache ich einen kurzen Cut und wir sehen uns gleich. Willkommen zurück nach diesem Cut bei Team Deathmatch. Und wir gucken, dass wir bessere Stats haben wie in der letzten Runde. Und da muss ich mich ein bisschen konzentrieren jetzt in dieser Runde. Jedenfalls ist da vorne einer ist. Ich wusste, dass dort Sniper ist. Oh Mann, nee. Okay, da vorne. Ah, okay, der ist gut. Oder auch nicht. Immer da hinten, du. Wie der einfach nach hinten kommt. Aber ich hab noch bekommen. Oh, Dschungeltarnung habe ich frei. Ach du Scheiße. Ich hab E gedrückt. Mann, ich wollte eigentlich R drücken. Alles klar. Ja, sieht auch nicht. Okay, ich bin eigentlich noch Zweiter, es geht's noch. Aber dennoch, ich bin jetzt zweimal gestorben. Einmal gekillt. Zweimal getötet. Alles klar, jetzt habe ich eine Kill von 1. Alles läuft schon. Ich habe noch nicht so gut die Übung. Und es gibt natürlich auch Leute, die wahrscheinlich schon früher Call of Duty Black Ops 2 und 1 schon gespielt haben. Das ist doch klar, dass man ein bisschen besser ist. Also ich weiß es nicht, das kann sein. Ich denke jetzt einfach, dass so meine Vermutung. Achtung, feindliche Vorräte von oben. Achtung, feindliche Drohne nähert sich. Alles klar.
gewusst. Ich hab's gewusst, dass das passieren wird. Blitzschlag unterwegs. Im Blitzschlag? Ich bin kurz da rein. Alles klar. Blitzschlag vorbei. Hoffe es. Firebreak getötet. Den nächsten. Ich muss immer ein bisschen auf der Seite auch gucken. Allgemein besser gucken. Und vielleicht auch nicht immer rennen. Ohne schon, ne? Feindliche Drohne gesichtet. Hinter mir ist gerade einer. Er war jetzt nicht neben mir, ne? Ne, aber da kommt jetzt gerade einer. Ah, alles klar. Ich habe ihn zwar nicht gesehen, aber ein Kill ist ein Kill. Es läuft auch gerade relativ flüssig. Als. Natürlich ist es der gleiche. Ich glaube, es war sogar der gleiche. Achtung, feindliche Schwebeladung gesichtet. Alles klar. Kriegsmaschine aktiviert, Reichweite eingegeben. Ja, Mist, das habe ich schon genommen. Ich wechsle manchmal die Taste ein bisschen. Aber habe ich ja schon gesagt, dass ich noch ein bisschen üben muss. Da hat niemand. Oh, da vorne ist einer. Natürlich, der ist einfach mal hinten rumgegangen. Was natürlich nicht, was natürlich schlau war von ihm. Nee, davon ist keiner. Schwebeladung eingesetzt. Prophet Abschuss. Ich hab gestern einen lustigen Kill gemacht und zwar war es natürlich so, dass ich glaube, das war sogar ein Tod. Also ich hatte einen lustigen Tod gehabt. Weil ich einfach mal... wie war das? Wir waren auch Team Deathmatch und dann bin ich so gelaufen. Und dann ist so vor mir... war so ein Charakter. Und ich laufe dem vorbei. Weil ich halt zu meinem Teampartner gegangen bin. Und ich habe zuerst auch gemeint, dass der bei dem, wo ich vorbeigelaufen bin... auch ein Teampartner ist, obwohl es eigentlich ein Gegner war. Und ich bin einfach mal zu einem Gegner vorbeigelaufen und er hat mich dann einfach so gekillt. Ich war sogar noch in der Killcam. Also so etwas muss man auch noch machen. Aber das mache ich eigentlich schon die ganze Zeit immer. Achtung, ich muss einfach gucken, dass ich jetzt ja, da klar, da kommt er wieder und röstet uns alle. Geht okay. Jetzt halt weiter. Kurz gucken. Nee, da haben wir keinen. Da haben wir einen. Da vorne. Ja, weil klar, jetzt haben wir da deinen, ist klar. Ah, oh, ja, klar, komm, flambier mich. Was hat der für eine Reichweite eigentlich? Das ist übel, das ist fast OP. Was ist das überhaupt für eine Waffe? Spezialwaffe? Hätte ich aber fast immer. Alles klar, ich hab's gewusst. Weil ich es gesehen habe und ja, zu spät gesehen habe. Ich rede zu viel, merke ich. Ruin getötet. Ah, es ist gerade fertig. 41 zu 45. Was habe ich da? 51 zu 75 meinte ich. Letzter Platz. Naja, eine KD von 0,4 CS ist scheiße. Das Kills, 13 Tode. Mehr als die Hälfte. Okay, ein Kill. Also die Hälfte und ein Kill mehr gestorben. Wie getötet und das ist... miserabel. Sag ich mal so, es ist miserabel. Das heißt, ich muss noch ein bisschen üben. Wenn es euch gefallen hat, dann gebt einen Daumen nach oben und wir sehen uns in einem nächsten Video. Ciao, Community.